Hallo und willkommen zurück zu Deponia 4 Doomsday. Ja, Doomsday kann man jetzt hier auch so ein bisschen sehen. Tja, dann gehen wir jetzt aber, ich glaube mit Goal hatten wir schon geredet. Zumindest haben wir das Fuel-Lock-Problem gelöst, oder? Ja, bravo. Wir haben sie alle nach Paradox City gespült. Keine Sorge, ich bringe uns von hier weg. Beeil dich, dieser Ort macht mir Gänsehaut. Genau, wir gehen jetzt, wir haben ja nichts anderes. Na gut, vielleicht könnte man das ja auch noch erhöhen mit ihrer Hilfe. Nein, ja. Anscheinend nicht. Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Ja, die Hilfsmittel. Wir gehen mal zur Hacienda. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Hier ist ein Brecheisen. Na, Glückwunsch. Gucken wir aber gerade noch, ob wir das hier... Ach, das sind gar keine Optionen zum Anschießen. Naja, gut, das war ja jetzt nicht besonders kompliziert. Und? Uff, geschafft. Ja, und jetzt? Und jetzt schießt du da erstmal wieder drauf. Auch das noch. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Aha. Nichts Neues zu erkennen. Dann haben wir aber sicher hinten was. Nichts Neues zu erkennen. Oder auch nicht. Ansonsten haben wir hier auch nichts. Hier haben wir keine Interaktionsmöglichkeiten. Na, ob das noch funktioniert? Aha. Ja, irgendwofür muss das ja gut sein. Dann können wir sicher... Aha, meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Naja, das ist jetzt auch dasselbe wie davor auch schon. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Ja, na gut, das war jetzt auch... Ich meine, wir haben hier keine Optionen oder fast keine Optionen. Deshalb ist es auch ziemlich naheliegend, die paar Sachen auszuprobieren, die gehen. Na also. Goal, ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Und rein da. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Wow. So viele Buntpflanzen. Das sind Blumen. Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Ja, hä? Na dann, kannst du noch? Klar, weiter geht's. Es ist fast wie früher. Na, kein Wunder. Ist ja auch früher. Ja, dann gehen wir mal da hinten hin. Aha. Jetzt kommen wir da rein. Jetzt gehen wir quasi den Weg wieder zurück. Da hat jemand eine Leiter eingestellt. Keine Ahnung, wo wir jetzt hier gelandet. Also es ist dasselbe wieder, aber die bleibt du, da stehen. Rufus?
Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe. Zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Wo wartet denn da was? Aha, ich sehe Potenzial. Da oben. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Mhm. Hey, ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion. Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen. Ja, ich bitt's wohl. Wir wohnen schon ewig hier. Und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen. Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa? Was für eine Unverschämtheit. Das bedeutet Krieg. Uff, da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal, es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann, viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon, es ist hier nicht sicher. Du hast recht, beeilen wir uns. Fuelog-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Puh, das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Mhm. Passiert da was, da muss ich was machen. Aha. So ein bisschen A-Team-mäßig. Vielleicht auch MacGyver, aber dafür habe ich zu wenig MacGyver gesehen. Eine Kanone. Naja, ist schon doch eher A-Team. Chips. Aha. Schwer beschäftigt. Du.
mich nicht an! Ich kann hier unten kaum etwas sehen! Ja, warum sag ich's dir doch? Rechts! Rechts! Ah! Stopp! Hier muss es sein! Dann sieh zu! Die zerlegen uns sonst noch! Nicht hetzen! Ohne zu wissen, wo ich hinzielen muss, macht das keinen Sinn. Aber. Ah. Aha, ich sehe Potenzial. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Puff? Was heißt denn hier Puff? Nicht meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner. Ach, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht! Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder, anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Mhm. Komm! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Dann quatsch keine Opern. Was ist eine Oper? Erkläre ich dir später. Okay, jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja. Da sind wir gerade losgeflogen. Gehen wir hier nochmal rein. Dann kommen wir wieder zurück und gehen hoch. Und jetzt volle Kraft voraus. Ja, ist vielleicht nicht so ganz günstig hier. Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Fuflex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knüxpox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch, aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha. Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja. Das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten.
nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück, um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo Poxo? Alles nur das nicht. Aha. Was sagst du? Weißt du eigentlich, was du tust? Na, hör mal. Mittlerweile solltest du mich doch wirklich gut genug kennen. Also nicht? Nicht so richtig, nein. Na dann, Chaka. Ne, Kurbel. Verstärkungsglied. Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Warum dauert das so lange? Sagt euch der Begriff Zeitschinden etwas? Natürlich. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. Aha. Und, war das eine glückliche Kindheit? Arbeiten. Jetzt. Dann kurbeln wir mal. Mit dem Verstärker. Nix. McChronicle scheint etwas ausgebaut zu haben, als er das Verstärkungsglied eingesetzt hat. Ohne Ersatz wird das wohl nicht wieder. Na, aber wir haben ein irgendwas da drin. Das können wir dann wohl wieder in den Steckplatz bauen. Verdammte Kiste! Mhm. Was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Und das geht dann da rein. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. So, fertig. Na, endlich. Jetzt wird alles so bleiben, wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau. Aufgepasst. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Komm, den kriegen wir noch. Kriegen? Wie kriegen? Komm! Und jetzt volle Kraft voraus. Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal! Es ist McChronicle!
Wer ist Gol? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen. Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und Deponia von Fulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein, ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Wieso hat eigentlich dieses Mal das Kurbeln nicht die Zeit zurück... Doch, die Zeit hat es zurückgesetzt. Aber die Erinnerungen von... Ne, die hat ja auch ein Metallding im Kopf, glaube ich, oder? Aber dann hätte die auch vom Anfang an die Erinnerung beibehalten müssen. Also das macht keinen Sinn. Tja, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Was? Verzeih mir, Vater! Ich komme zurück nach Hause! Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Was hätte ich da was anderes sagen sollen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da angeklickt hatte. Ja, okay, das muss ich mir nochmal angucken. Ja, vielleicht muss ich aber auch... Oh, das wäre jetzt kein guter Zeitpunkt. Ohne McChronicles Ankunft müsste der Kreis durchbrochen sein. Vielleicht haben wir endlich wieder eine Zukunft. Tja, also da steht es gut. Im Straßengraben der Geschichte. Aha, da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Puffnax, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Haha, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fulox. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallend. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur, Schnuffofo. Was sind Fulox? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fulox genannt. Aber in der nächsten Auflage. Hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klux dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ozelot. Ozelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Gol zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Gol, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist... Kalt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also,
Ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Och nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Gold kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus, während Kugo noch nach einer passenden Sicherung sucht. Okay, wir haben aber eben Tuck da hinten. Hey! Was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Mhm. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Ja. Schon wieder. Geht es dir gut? Super. Ich werde gleich kalt gemacht. Du hast wenigstens die Wahl. Tolle Wahl. Hast du etwa vergessen, wie unser Abenteuer ausgeht? Auch wieder wahr. Ich finde, du solltest dich kalt machen lassen. Ach, meinetwegen. Da musst du den ganzen Scheiß nochmal durchmachen, um dich am Ende doch wieder in den Tod zu stürzen. Ha, lass uns Streichhölzer ziehen. Hast du Streichhölzer? Meine hat Toni einkassiert. Meine auch. Wow. Wir haben so viel gemeinsam, ey. Okay. Ich hab's. Ich denke an eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn deine kleiner ist, lässt du dich kalt machen. Ist sie größer, machst du alles nochmal. Okay, bereit? 9. Verdammt, die hatte ich auch. Ja, und du? Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Ach, zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, Tuck, verstehst du mich? Klar und deutlich. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Nicht doch, du beschämst mich. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst Hilfe holen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Obwohl ich so eine Flasche bin. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch, Abbruch! Es ist so still hier. Ich wittere einen Hinterhalt. Gut beobachtet. Dann müssen wir eben härtere Geschütze auffahren. Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tuck. Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Naja, haben so ein bisschen viel wiederholt hier. Ein bisschen viel, wo nichts passiert. Ja, los.
Okay, und wieder Abbruch. Auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht. Lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Ja. Und los! Abbruch. Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Warte einfach auf das Signal. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. So, passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha! Jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Wir brauchen mehr Bedenkzeit. So eine Entscheidung trifft man ja nicht jeden Tag. Man muss alle Pro und Contra abwägen. Habt ihr vielleicht so einen Flipchart, wo man was draufmalen kann? Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach, dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klux aufgeladen ist. Mhm. Und? Schon wieder. Schon wieder. Und jetzt? Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer. Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Es heißt, jetzt werfen! Jetzt! Und Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät. Aber wir hatten doch Kopfballprofi. Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich. Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine extra Einladung? Na los, nimm meine Hand. Schnell, Moment. Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Hab dich! Goal! Ich fasse es einfach nicht! Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal. Lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur.
Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Mhm. Aha. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Chillbot-Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Puh, was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktionen verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr. Moment mal. In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Jetzt? Sich in einem Kühlschrank vor einer thermonuklearen Explosion verstecken? Das ist selbst für meine Verhältnisse minderhirnig. Mhm. Ah, Kurbel. Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt. Und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Knickerfolie aus dem Postbüro. Was hatte ich damit noch gleich vor? Ach egal, ich lasse sie einfach hier, bis mir wieder eingefallen ist, wofür ich sie brauche. Okay. Dann gehen wir mal raus. Sauber. Während ich geschlafen habe, hat sich der Ballon mit Gas gefüllt. Jetzt muss ich nur noch die Flamme einstellen und dann... Elysium, ich komme. Ha, Toni wird Augen machen. Ich sollte schon mal ihre Kristallgläser verstauen. Nicht, dass da noch irgendeine Ecke abbricht, ne? Mhm.
Stimmt. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Das kann man sich auch wieder abschrauben. Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. An die Arbeit. Nein, stopp. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. In meinem Traum war es genauso. Ich hatte die Knickerfolie vergessen. So ist letztlich alles in die Brüche gegangen. Toni war so wütend, dass wir uns schließlich getrennt haben. Und dann habe ich eine Verschwörung des Organon aufgedeckt und eine Revolution gestartet. Memo an mich selbst: vor dem Einschlafen nicht mehr am Gummierstift lutschen. Okay. Gashebel. Auf nach Elysium! Hä? Was ist denn jetzt? Ah, verdammt, der Ofen ist ja noch aus. Wie dumm von mir. Hoffentlich hat das keiner gesehen. Außerdem wollte ich doch Toni mitnehmen. So, jetzt können wir die mitnehmen, oder was? Jetzt gehen wir wieder raus und das wird umgefahren. Diese Zukunftsvisionen haben was. Ich sollte Prophet werden. Tatü, tata, lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Hey, da ist er wieder. Stopp! Sie können hier nicht parken. Sie... Dieser Schabernack war in meiner Vision nicht vorgesehen. Stopp, stopp, stopp. Du willst doch jetzt nicht etwa die ganze Geschichte von vorn erzählen. Aber darum geht es doch. Jetzt, da ich den Stromumkehrer in das Gedankendingsbums geköpft habe, kann ich mich an alles erinnern. Moment, ich bin verwirrt. Hast du nicht eben noch erzählt, du hättest verfehlt? Hab ich ja auch, du Hohlkopf. Und zwar all die anderen zigtausend Male, an die ich mich jetzt wieder erinnere. Aber eben habe ich getroffen. Hast du nicht die krassen Spezialeffekte gesehen? Was denkst du, warum ich so alt aussehe, hm? Da war ich wohl abgelenkt. Der Stromumkehrer hat die Wirkung des Schi-Blucks. Shinshuma-Klucks. Des Gedankenlesers invertiert. Anstatt zu vergessen, erinnere ich mich jetzt an alles. Erinnerungen an über 100 Jahre der immer gleichen Geschichte. Denkst du etwa, deine Haut würde das besser wegstecken? Das ist doch ein Trick. Fauler Budenzauber. Nichts weiter. Sehe ich so aus, als würde ich tricksen? Ratatatatat. Ich hab Gicht, Mann. Wir haben das Problem komplett unterschätzt. Wir haben es nicht nur mit einer Schleife zu tun. Die Zeitschleife, die ihr mit dem Chrono-K erzeugt habt, war nur eine kleine Schleife innerhalb einer viel größeren. Und diese größere wiederum hat zwei Schlaufen, von denen die eine viele weitere Schleifen hat. Erst am Ende der zweiten Schlaufe beginnt die große Schleife von neuem. Wovon faselt der Opa? Ich glaube, ich weiß, was er meint. Es ist wie bei einem Pizzakarton, den man in der Mitte faltet, um dann mit einem Stift... Ah, Unsinn, kein Pizzakarton. Es ist eigentlich ganz einfach, nur eben inkompliziert. Das alles hier ist bereits viel tausendfach passiert. Zu oft, um es zu zählen. Und wenn ihr jetzt noch einmal mein Gehirn lasert, wird es wieder und wieder passieren. Ich und Goal, also Goal und ich, werden Deponia retten. Ich werde fallen. Sie wird versuchen, mich aufzufangen. Ihr werdet das Kabel kappen. Goal wird sterben. Ich werde die Welt in die Luft jagen. Goal und ich werden auftauen und die Zeit zurückkurbeln. Dann ist alles auf Anfang. Und ich werde mehr Chronicle kennenlernen. Timepod klauen, Future Goal aus der Zukunft retten, von Elysium absprengen. Und nachdem wir über den halben Planeten und durch die Zeiten gehetzt sind, sitzen wir am Ende doch wieder hier. Der einzige Unterschied? Dieses Mal habe ich mit dem Stromumkehrer getroffen. Und daher weiß ich, das hier ist unsere einzige Chance, den Kreis zu durchbrechen. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Du siehst so aus, als könntest du nicht mal einen Cracker durchbeißen. In diesem alten Gehäuse steckt noch mehr Wind als in deiner ganzen Hose, du Grünschnabel. Ich habe einen Plan. Zuerst müssen wir ihm da das Gehirn löschen, was keinen großen Unterschied machen wird.
Hey, hey! Einer muss ja schließlich dafür sorgen, dass Deponia gerettet wird. Sobald er wieder ahnungslos im Ballon schlummert, ist die Zeit reif. Für ein weiteres, brillantes Rohfußmanöver. Na super. Hast du noch mehr solcher Ideen? Hä? Wer sind Sie denn? Der gleich den Obuff aufreißt. Du hast unser Umux ein für alle Mal zerstört. Und die Zeitschleife existiert nach wie vor. Irgendwo in der fernen Zukunft wiederholt sie sich immer und immer wieder. Tja, schön wär's. Da wir euch nicht eingefroren haben, wird dieses Mal auch niemand die Zeit zurückkurbeln. Der alte Rufus wird Deponia sprengen. Und das war's dann. Oh. Naja. Immerhin ist es nicht dasselbe dämliche Ende wie vorher, was? Freut euch nicht zu früh. Rufus? Wie jetzt? Noch einer von der Sorte? Welcher Rufus bist du nun wieder? Ich bin der Rufus, den ihr auf Elysium zurückgelassen habt, ihr Vollnasen. Das ist unmöglich. Wir haben dich beseitigt, bevor wir uns um Future Goal gekümmert haben. Habt ihr? Natürlich. Er hätte doch sonst nur wieder die andere Goal aufgehalten. Aber davon hattet ihr gar nichts erwähnt. Sie kennen ja auch nur die halbe Geschichte. Was kompliziert. Scheinkleister. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Aha. Irgendwas ist anders. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Bah! Dachtest du wirklich, du könntest einfach so unser Umux stehlen? Falsch gedacht. Du gehörst nicht in diese Zeit. Wir werden dich entfernen müssen. Ach ja? Dazu müsstet ihr mich erstmal fangen. Hey, stopp! Ich sagte, stehen bleiben! Du kannst deinem Schicksal nicht entfliehen, auch wenn es ein umständliches Kostüm trägt und darum leicht aus der Puste kommt. Aha, na, das werden wir ja sehen. So, jetzt bist du dran. Aha. Und weiter. Stopp! Stopp! Versteck dich! Schnell! Da draußen läuft ein wilder Elefant frei herum. Ich weiß! Er ist direkt hinter mir! Oh nein! Halt mich fest, Henna! Solange wir uns lieben, haben wir nichts zu befürchten, Henna, Schatz. Stopp! Stopp! Ich glaube, ich bin in einen Splitter getreten. Ich kann euch langsam nicht mehr ernst nehmen. Das solltest du aber! Wir werden dich zerstampfen wie eine Nushu-Nushu-Milbe! Puh! Gleich, nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Mhm. Wozu hat man Nachbarn? Nein, ehrlich, wozu? Milch klauen kann man auch von Leuten, die weiter weg wohnen. Puh, ist das anstrengend. Goal, Goal, bitte kommen. Was tust du da? Wegrennen? Puh, ist das anstrengend. Hm. Ich habe dir gesagt, wir sollten öfter mal joggen. Aber du wolltest ja unbedingt die Konsole. Du bist so eine Mumux. Eine richtige Mösox. Ja, eine Mösox. Mhm. Vielleicht müssen wir... Da ist überhaupt kein Pfeil zum Gleich. Laufen. Nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben. Kann ich da wieder hin? Mhm. Ah, ich kann hiermit wegfliegen. Und eine Uhr haben wir. So viele Uhrenzeiger. Warum habe ich nur das Gefühl, dass sie mich anlachen? Egal. Bauchgefühl ist Bauchgefühl. Nee. Ohne Werkzeug kann ich dieses Bauchgefühl direkt zum Hintereingang wieder rauslassen.
Ja. Da. Hab sie. Vase. Loses Panel. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen, aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin. Hoppla. Hm. Panel. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Dafür brauche ich nur meine Finger und meine angeborene Resistenz gegenüber Enttäuschungen. Kommt schon, jetzt glitzert hier nicht nur so rum. Macht euren Job, bringt Glück. Irgendwas mussten wir da kleben, um uns eine Brille zu bauen. Was passiert denn, wenn wir da reingehen? Aha. Das ist ja mal eine dünne Auswahl. Es gibt offenbar nur ein einziges Portal in Reichweite. Na dann. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Eine Art Wegfahrsperre? Hm. Gehen wir mal da raus. Dem kann man nichts mehr machen. Hm. Aber mit dem Panel. Dafür brauche ich. Und? Ne. Dafür. Dafür. Das muss doch für irgendwas gut sein. Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Hm. Es ist noch nicht zu spät für uninspirierte Verzweiflungstaten. Mm. Dafür brauche ich... Und? Dafür... Und? Ja, keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Gehen wir nochmal raus. Okay. Hab ich dich endlich! Gibst du freiwillig auf oder müssen wir dich gewaltsam aus dieser Zeit entfernen? Ja, solange man mir eine Waffe vor die Nase hält, ist es doch sowieso nicht freiwillig, oder? Stimmt auch wieder. Das Portal, das sie unter meinen Füßen geöffnet hatten, führte in die Zwischenzeit. Dort geriet ich mitten in eine gewaltige Schrottlawine, die mich in die Tiefe riss. Als würde eine ganze Stadt in einen klaffenden und auch nicht sehr angenehm riechenden Höllenschlund stürzen. Paradox City. Die Stadt muss abgerutscht sein, als sich die Zukunft unter ihr auftat. Ja, aber auch diese Zeitlinie hatte ein Ende. Nach einer Ewigkeit im freien Fall schlug ich schließlich dort auf. Mein letzter Gedanke war, hätte ich doch auch eine Waffe, mit der ich Portale öffnen kann. Vielleicht hätte ich damit meinen Fall bremsen können. Das erklärt nicht, wie du auf unseren Rücksitz kommst. Nein. Tut es nicht. Nun lasst mich doch mal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich nehme an, dass das Ganze so oder so ähnlich viele tausend Mal passiert ist. Und jedes Mal kam ich anschließend auf Elysium wieder zu mir und hatte alles vergessen. Fast alles. Denn allmählich kamen mir diese Abläufe schon ein bisschen bekannt vor. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Ah, vielleicht okay? Auf die... aha. Vielleicht auf die Maske, auf den Helm. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was... Es ist der berühmte Elefant im Raum. Ah, dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey, stopp! Ja. Milch geholt? Check. Mehr war nicht abzugreifen. Okay. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Okay, wir holen uns die Kohlenzange. Nehmen das. Da. Hab sie. Dann die Vase. Eigentlich wollte ich die ja... Aber mir gehen auch... Und solange ich vorsichtig...
Hoppla. Die Scherben machen, können wir die auf das drauf machen? Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Cole hat nie erzählt, dass sie mal eine Zahnspange getragen hat. Schrill. Nee, aber die Milch können wir da wieder nicht reinstellen, oder was? Die Milch würde hier genau hineinpassen. Aber ich bezweifle, dass der Elefant ihretwegen hinter mir her ist. Was soll denn da für eine Wegfahrsperre sein? Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind Sie immer noch da? Ich will meine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck. Genozidpläne hin oder her, er ist immer noch Golds Vater. Was können wir damit machen? Ich will meine zweite Chance, ein Okay, jetzt läuft die Zeit auch aus. Ich will meine Genozid. Hier können wir jedenfalls nichts tun. Die Zeit ist abgelaufen. Keine Nähe. Nein, hierfür braucht. Manu, nicht alles ist lustiger mit Monster. Ich muss mich. Komm, jetzt. Es ist. Das geht nicht. Es ist. Man, nicht alles. Ich muss mich. Keine. Nein. Nö. Nö. Man, nicht alles. Ich muss. Keine. Nein. Nö. 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 Man, nicht alles. Ich muss mich. Okay, also mit den Gegenständen ineinander haben wir keine Optionen und hier ist auch nichts. Es kommt der Elefant. Hab ich dich endlich! Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Aha. Mhm. Ich glaube, ich habe irgendetwas. Ja, 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 ja. Es ist der berühmte. Dachtest du wirklich, du könntest. Hey! Hey! Stopp! Milch geholt? Mehr war nicht ab. Okay. Kohlenzange. Dann das. Eigentlich wollte. Aber mir geht. Und so lange. Hoppla. Scherben. Das. Dafür braucht. Und? Okay, irgendwas muss man da unten nicht machen können. Dafür und? Dafür und? Das eine hat dafür funktioniert. Und? Es ist noch nicht zu. Dafür und? Eine andere Option haben wir hier nicht. Nee. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder eine Art? Was ist denn da für eine. Damit können wir auf jeden Fall die Zeit resetten. Oder auch nicht. Ich werde bestimmt nicht diese wertvollen Erinnerungen an Goal beschmutzen. Ich werde bestimmt nicht diese wertvollen Erinnerungen an Goal beschmutzen. Nicht solange ich nicht weiß, wie viel man dafür auf Übel Bay bekommt. Auf Übel Bay. Ich werde bestimmt nicht. Ich werde bestimmt nicht. Es ist noch nicht zu. Ja. Ich werde bestimmt nicht. Ich meine, die Idee ist ja schlussendlich irgendwie klar. Wir müssen das hier wahrscheinlich ranzig bekommen, dann das, wahrscheinlich irgendwie auf. Oh, dieses Mal hat das aber. Ist es weitergegangen? Okay, ich glaube, das springt dann, ja. Na, sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Ja, wenn wir hier raus wollen, dann ist sofort Schluss. Also, was sollen wir hier machen?
Wenn wir nichts damit kombinieren können. Nichts damit kombinieren können. Wir haben noch diesen... Da habe ich gar keine Option, um was zu benutzen. Da können wir nicht auf das Inventar zugreifen. Oh. Aha. Wieso ist jetzt die Wegfahrsperre weg? Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Okay. Eine Art Wegfahrsperre? Geräusche, wenn ich mich nicht täusche, sind Klapprabben in unserer Uhr. Es quietscht und platzt in ein. Ja, dafür ist jetzt aber auch die Zeit aus. Aha. Okay. Hey, das hier sieht genauso aus wie das erste Menü. Interessant. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Nanu, das hier ist doch nicht die Zwischenzeit. Ich muss direkt durch ein zweites Portal gerauscht sein. Ach, du dicker Vater. Das hier ist Golds Kindheit. Mach nicht so einen Lärm da unten, junges Fräulein. Du weißt doch, Ungehorsam führt zu Chaos. Chaos führt zu Müll. Und Müll führt zu Deponia. Er hat sich gerade davon disqualifiziert, seine hypothetischen Enkel übers Wochenende aufzunehmen. Da haben wir... Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Wir haben noch eine Zange. Können wir aber nicht mitnehmen. Agdudu, Agdudu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Na? Ja, schon gut, schon gut. Hey, die Telebuddies. Das wäre um ein Haar meine Lieblingsserie gewesen, aber die Synchronstimme von Stinky Winky konnte ich nicht leiden. Eine Woche lang habe ich geheult und mit Brei um mich geworfen. Aber letzten Montag hatte ich mich dran gewöhnt. Goal scheint es auch zu gefallen. Ich hoffe, sie sitzt nah genug, um alles zu erkennen. Nee, dann nehmen wir mal das Zeug weg. Wie denn? Bestehst du etwa immer noch auf diesem langweiligen Buch? Du hast doch jetzt Stinky Winky. Ach, das gibt's doch nicht. Agdudu, Agdudu, welches brave Kleinkind gibt dem Onkel Rufus seinen leckeren Lolli? Stinky Winky. Fast richtig. Oh oh. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Na, hätten wir die Milchschoten reinstellen müssen. Kleister. Hey, Witzchen. Ja, ja, okay. Also. Dann. Wupp. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendwas. Bla, 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 bla. Da. Hey, stopp. Ja.
Milchgold. Mehr war nicht. So. Kohlenzange. Dann. Eigentlich wollte. Aber mir geht. Und solange. Hoppla. Dann. Wobei ich das wahrscheinlich gar nicht brauche. Wichtig ist gerade vermutlich nur die Milch. Milch. Nicht. Was? Immer dasselbe. Nichts wie weg hier. Was ist denn jetzt eine Art? Ja. Ich wusste doch, dass ich es ohne die Gebrauchsanleitung schaffe. Hey, stopp! Wo willst du hin? Sag ich nicht. Da sind wir wieder. Na sowas. Hier ist eine Nische, aber sie ist leer. Ja. Verderbliche Milch in einer geheimen Nische verstaut? Check. Mhm. Bobo lernt Cello. Dann wollen wir doch mal nachschauen, was ein Oberkontrollrat so zum Mittag zu sich nimmt. Na spannend, ein Apfel und eine Nachricht. Ich habe dir zur Abwechslung mal was Gesundes eingepackt. Diese Süßigkeiten ruinieren dir auf Dauer nur die Zähne. Geschieht ihm recht. Ein Teil seiner Verbitterung kann ich jetzt verstehen. Zu wenig Zucker. Mhm. Aber wir können doch bestimmt. Vielleicht müssen wir das im nächsten Durchlauf dann machen. Adudu, welches Brat. Stinky Winky. Fast richtig. Das jetzt da rein. Er wird es mir danken. Aha. Bobo lernt Cello. Wo bin ich? Ah, da bin ich ja. Da, hinter dir. Ach, Kinder sind schon doof. Das ist ja gut. Überraschung! Dachtest du wirklich, du könntest dich hier vor uns verstecken? Falsch gedacht. Und jetzt bin ich dran mit Suchen. Wieder falsch. Du bist jetzt dran mit eliminiert werden. Und Gnade dir, Xorfix, wenn du hier irgendetwas verändert hast. Scheibenkleister! Hey, wer ist da? Zimmersir. Okay. Was mit dem Helm? Oh, da ist was. Haftcreme. Ah ja, okay. Aha. Ich glaube, ich habe ein Déjà-vu. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber ich komme nicht drauf, was. Es ist der berühmte Elefant im Raum. Dachtest du wirklich, du könntest... Hey! Hey! Stopp! Ja, die Haftcreme wegen den Süßigkeiten. Milch geholt? Check! Mehr war nicht abzugreifen. Na, den brauchen wir ja nicht mehr. Das haben wir ja jetzt hier. Eine Flasche voller Käse. Also das hat hier so seltsam gerochen. Hm. Eigentlich wollte ich die ja lieber hier lassen. Aber mir gehen auch langsam die Ideen aus. Und solange ich vorsichtig bin. Hoppla. Jo. Dann packen wir das da rein. Das scheint totaler Nonsens zu sein. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich hier einer Sache auf der Spur bin. Ja. Das scheint totaler Nonsens zu sein. Aber irgendetwas sagt mir, dass ich hier einer Sache auf der Spur bin. Als würde sich eine zigtausendmal ausgeführte Handbewegung sublim den Weg in mein Bewusstsein hinunterrubbeln.
Mhm. Da könnte die Zeit ruhig pausieren. Ich weiß nicht, was ich hier wieder gebaut habe, aber es wirkt vertraut. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Mhm. Da. Hab sie. Ja. Warum muss ich an das Wort Tachyonen denken? Das ist doch nur Kauderwelsch. Wie Rokokokotten oder Fußpflege. Ja, es ist bescheuert, dass die Zeit währenddessen weiterläuft. Aha. Hey, ich erkenne tatsächlich etwas. Ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das weiß. Dann? Das könnte funktionieren. Aber erst sollte meine Ausrüstung komplett sein. Irgendwas fehlt also. Nanu, Toni hatte recht. Nicht alles. Ich muss mich... Die Milch macht's. Nicht doch. Das kommt, war das etwa... Was? Das kommt mir alles verdächtig bekannt vor. War das etwa auch Teil meiner Vision? Die Milch macht's, in diesem Fall mal nicht. Nicht doch. Nanu, Toni hatte recht, nicht... Ich muss mich wohl doch... Keine Nägel, kein... Nein, hier... Hm. Ja, okay, das hatten wir ja. Da tut sich nichts mehr. Hey, ich erkenne tatsächlich ein Portalpotenzial. Woher auch immer ich das weiß. Ein Portalpotenzial, woher auch immer ich das weiß. Naja. Nicht. Nanu, nicht. Ich muss mir. Keine. Nein. Na, vielleicht hätte ich das noch da hinten reinschieben sollen. Jetzt wird die Zeit quasi wieder zurückgesetzt. Hab ich dich endlich! Ich hätte mich noch woanders hin bewegen können gerade, aber. Ja, ich muss das Gelaber wegklicken, sonst passt das von der Zeit nicht, was ein bisschen dämlich ist. Das schafft. Als wird. Ich gehe. Hey, stopp! Milch mehr. Okay. Ja. Eine Flasche. Ja, ja, ja. Dann die Vase. Eigentlich, aber... Ach, da unten ist unsere Armbrust. Bogen. Zange. Das mit. Ne, Moment. Das damit. Ich weiß nicht, aber es wirkt vertraut. Ja. Dann Zange und das. Dann das mit dem. Warum muss ich. Das ist doch wie. Oder. Dann das mit dem. Uhrenzeiger als Munition? Ganz hin. Ist halt dumm, dass die Zeit hier. Ja, gut, die haben. Ne, das ist. Ja, ist dämlich gemacht. Da ist unser Portal. Hey, ein Portal. Woher auch immer. Und dann. Kimmel, Korn und. Ha, wer sagt's denn? Und. Weiter geht's. Folgen die mir jetzt einfach überall hin? Ich muss sie irgendwie abschütteln. Hänge die Utopianer ab, schieße alle Portale auf und weiche ihnen aus. Mhm.
Das war... Das war so Deponia 2 oder so. Oder 3. Aber es ist... Das hier ist auch sehr unelegant gemacht. Naja, okay, die gehen da runter und kommen dann da wieder hoch. Das heißt, ich muss da erst warten, bis die verschwunden sind, aufgetaucht sind und dann... Das ist Zeitverschwendung. Er kann diesen Sturz unmöglich überlebt haben. Er ist garantiert am Boden zerschellt. Apropos Boden. Wo ist die Zukunft hin? Es sollte hier keinen Boden geben. Was haben wir nur übersehen? Wir müssen noch einmal zurück. Aber lass uns vorher noch mal um diese Ecke da gucken. Na gut, sicher ist sicher. Sieh mal einer an. Das ist doch unser Umux. Da versucht sich noch jemand in den Lauf der Dinge einzumischen. Der macht uns das aber sehr einfach. Komm, ich habe eine Idee. Aha, wir müssen wieder klicken. Muss man nochmal klicken. Das ist schon ziemlich dämlich. Aua. Diesmal habe ich mir aber wirklich restlos alles gebrochen. Es war ja auch überfällig. Schmerzen. Ich glaube, ich will... Ne, nix da aufstehen. Mit letzter Kraft schaffte ich es auf die Rückbank und versteckte mich unter einer Decke im Staufach. Dann verlor ich das Bewusstsein. Und nun bist du auch hier gestrandet. Bravo. Kommt jetzt der Teil, wo das für uns von Nutzen ist? Ich glaube, ich verstehe es. Ihr wart doch bereits in Kuvak, als wir McChronicle in die Wüste geschickt haben. Dann wart ihr doch genauso da, als wir es eben nicht getan haben. Je nachdem, von welchem der beiden Durchgänge wir gerade sprechen. Rufus sitzt in beiden Versionen auf der Rückbank. Sowohl hier... Hallo. ...als auch in dem anderen Zeitstrang, wo McChronicle ungehindert in Kuvak eintreffen konnte. Du meinst... Er kaute also auch auf der Rückbank, als Rufus und McChronicle das Timepod stahlen? Und jetzt volle Kraft voraus! Ah! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. So wie bei eurem Abstecher in die Ruinen des zukünftigen Elysium, genau. Da ist ein Feuerlöscher in dem Staufach hinter dir. Könntest du bitte... Natürlich. Ich glaube, du hast... Ach, egal. Schon okay. Feuerlöscher ist Feuerlöscher, ne? Er war da, als ihr Future Goal nach Elysium brachtet. Ach, das war ein Piercing? Themenwechsel, okay? Wenn es sein muss. Was stellen wir als nächstes an? Und verschwand mit ihr in die Zwischenzeit. Krass. Aber das hieße ja... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los, nimm meine Hand, schnell! Nein, warte noch! Huch! Tja, Kuckuck, Überraschung! Rufus? Aber wie kommst du denn dahin? Das ist eine lange Geschichte, für die wir jetzt nicht so richtig Zeit haben, oder? Stimmt genau. Ich will euch davon abhalten, ein... Oh, guck mal, Barry! Hallo, Rufus! Schön. Ich will euch davon abhalten, einen großen Fehler zu begehen. Was auch immer ihr vorhabt. Es wird nicht gut ausgehen. Ach, denkst du das? Dann pass mal auf. Rufus, die Hand. Jetzt. Nein, stopp. Los, worauf wartest du? Hab dich. Goal. Ich fasse es einfach nicht. Wie kann es sein, dass du hier bist? Und wer ist der da? Also ich bin hier, um dich zu retten. Was er hier treibt, weiß der Teufel. Dann lasst es mich erklären. Ich bin gekommen, um euch zu warnen. Wovor? Dass du zugenommen hast? Da hätte auch eine Postkarte gereicht.
Ich will euch davon abhalten, das Ende zu ruinieren. Ach, halt doch die Schnauze. Haltet beide die Schnauze und helft mir endlich dabei, euch hier hochzubekommen. Halt! Aufhören! Lasst den Mann los! Die Männer vielmehr. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du sie fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also zum letzten Mal, lass sie los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer. Aber ich glaube, sie blöffen nur. Nein, das tun sie nicht. Goal, du kennst mich. Ich bin der Rufus, der dich aus deiner Zukunft gerettet hat. Aber diese Zukunft existiert nicht mehr. Das ist ja der Sinn der Aktion. Nein, du verstehst nicht. Irgendwie sind wir in eine Zeitschleife geraten. Wir müssen den Kreis durchbrechen. Zukunft? Ich höre immer Zukunft. Mal angenommen, du hast recht. Hast du einen Plan, wie wir aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Natürlich. Natürlich habe ich einen Plan. Dann raus damit. Versuchen wir vorbeifliegende Satelliten einzufangen. Wir knoten unsere Klamotten zusammen, um einen vorbeifliegenden Satelliten einzufangen. Hey, das könnte funktionieren. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass ihr wisst, dass dieser Anzug nur geliehen ist. Insbesondere die Unterhose war schon vorher so. Seid ihr noch bei Trost? Das hier ist bitterer Ernst und keine Partie Strip-Halma. Also, wenn es um das Piercing geht... Piercing? Was läuft denn da zwischen euch? Ach, nicht so wichtig. Kommen wir also zu Plan B. Wir bauen uns einen Raketenschlitten aus Pappmaché und Zündhölzern. Hey, das könnte funktionieren. Hier ist zufällig eine ganze Menge Pappmaché in Klites Hose. Hat irgendjemand Streichhölzer? Leider nicht. Und ich habe auch gerade keine Hand frei. Ach, wir waren so nah dran. Das führt uns zu Plan C. Wir bleiben einfach hier hängen und hoffen, dass ein Wunder passiert. Dann sollte es lieber schnell passieren. Ich werde euch nicht mehr lange halten können. Und wir hier oben verlieren auch langsam die Geduld. Lass die beiden los oder mach dich auf dein Ende gefasst. Einen Moment noch. Komm schon, Wunder. Lecker Wundertüten. Wunni, 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 Wunder. Wohl nicht. Das dazu. Dann bleibt uns wohl keine andere Wahl. Es sieht so aus, als gäbe es nur eines, was du tun kannst. Du musst loslassen. Okay. Das kommt mir ein wenig extrem vor, aber solange es Teil eines weiteren brillanten Rufus-Manövers ist, soll's mir recht sein. Also, was hast du geplant? Park dein Hoverboard unter der nächsten Wolke? Hast du eine Pfeife, mit der du das Adlervolk rufen kannst? Oder nein? Halt, du hast uns alle durch Hologramme ausgetauscht, richtig? Komm schon, rück raus. Ich lasse los und dann, wie zum Kuckuck, willst du denn euren Fall abbremsen? Ich habe ein paar Flugschnabeltiere abgerichtet. Wer sagt's denn? Wäre ja auch schön blöd von dir gewesen, hier vollkommen unvorbereitet aufzutauchen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Ich trage einen Raketenrucksack unterm Mantel. So kenne ich meinen Rufus. Immer ein Ass im Ärmel. Wenn auch selten im eigenen. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz. Keinen doppelten Boden. Du lässt los. Du hast recht. Wie zum Kuckuck. Der letzte Dialogteil macht überhaupt keinen Sinn. Ich kenne ein geheimes Portal in die Zukunft. Ein Stück weiter unten. Na also. Ich wusste doch, dass dir etwas einfallen würde. Dann jetzt aber wirklich. Auf drei! Du verstehst es nicht, oder? Es gibt diesmal kein Fangnetz, keinen doppelten Boden, kein weiteres Manöver. Du lässt los, wir fallen. Das ist der Plan. Du hast recht. Ich verstehe es nicht. Wie zum Kuckuck willst du denn euren Fall abbremsen? Gar nicht. Wir werden es nicht überleben. Was? Was soll denn das für ein Plan sein? Versteh doch. Es geht hier nicht darum, ihn oder mich zu retten. Was? Wieso? Seit wann das denn nicht? Wir sind bereits Geschichte. Aber für dich, Goal, gibt es noch eine Zukunft. Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe. Uns beiden. Mach drei draus. Ich hätte dich niemals aus deiner Zukunft zurückholen dürfen. Ich wollte ein besseres Ende finden. Und
Dabei hätte ich um ein Haar alles kaputt gemacht, was wir erreicht haben. Deponia befindet sich jetzt in einer Zeitschleife. Happy End? Fehlanzeige. Und das Ende, das ihr hier erzeugt, ist sogar das Schlimmste von allen. Ich wollte es euch nicht sagen, aber wenn ihr das hier durchzieht, wird Gold sterben. Nein. Oh doch. Und schlimmer noch, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. Nein. Du lügst. Warum lügst du? Also, gibt es keine Hoffnung für uns? Was geschehen ist, ist geschehen und man kann es unmöglich wieder rückgängig machen? Unsinn. Es gibt immer Hoffnung. Und man kann allerhand Dinge tun, die unmöglich sind. Das sollte man sogar. Tonnenweise. Und mehrmals am Tag. Man kann den Organon besiegen. Nach Elysium reisen. Einen praktischen Nutzen für Hutmode finden. Und Sterne vom Himmel holen. Selbst die Vergangenheit lässt sich bei Bedarf mal ändern. Aber wenn ihr all die coolen, unmöglichen Sachen, die ihr erreicht habt, rückgängig macht, dann müsst ihr sie alle nochmal machen. Nur sind sie dann nicht mehr ganz so cool und ganz so unmöglich, versteht ihr? Wollt ihr wirklich verändern, was ihr zusammen erlebt habt? Die Welt immer wieder zerstören, nur um sie noch einmal retten zu können? Ihr habt zusammen für ein Ziel gekämpft. Wofür kämpft ihr, wenn es einfach niemals aufhört? Aber das hier ist euer Moment. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen kann. Und mir geht die Kraft aus. Haut rein! Nein! Nein! Was für ein Penner! Ja, nicht wahr? Was weiß der schon? Es gibt immer einen Weg, richtig? Komm schon, sag es. Wir schaffen das. Irgendwie. Ich glaube, er hat recht, Goal. Wäre doch blöd, wenn alles, was wir durchgemacht haben, nie passiert wäre. Habt ihr es bald da unten? Und überhaupt, die Vergangenheit ändern. Pff, das ist doch Kinderfufnix. Ja, wir haben viel unmöglichere Dinge gemacht. Wir haben deine Persönlichkeit gedrittelt. Dich geklont. Hallo. Dich geschrumpft und in Bosos Ohr gesteckt. Hä? Wann war das denn? Ach, da hast du geschlafen. Wichtig ist doch nur, dass wir eine prima Zeit zusammen hatten. Ja. Die hatten wir. Nur das Unmöglichste von allem, das habe ich allein getan. Dich loslassen. Vielleicht ist das die eine Sache, die wir korrigieren sollten. Lass es uns zusammentun. Aber ich kann das nicht. Ja, unsere Geduld ist am Ende. Wir zählen jetzt bis Xux. Ongo, Bongo, Schnüx, Doppelschnüx. Ich hatte nie Klobig. Die Chance, mich zu verabschieden. Mach's gut, Rufus. Klobig 2. Es war lässig. Ubel. Super lässig. Rauffang. Naso. Xux. Ach, schön. Obwohl, halt mal. Ich hab's schon mal gesagt. Wir haben das Ende nicht erfunden. Es war die ganze Zeit da. Wir haben es herausgefordert und es wieder einmal ausmanövriert. Vielleicht schlagen wir uns ja doch ganz gut. Die Utopianer setzen mich in der Zeit ab, in der Rufus und McChronicle mich aufgelesen hatten. Natürlich war ich immer noch traurig, aber da war auch etwas Neues und Altes. Hoffnung. Ich dachte viel über den anderen Rufus nach. Hatte es auch eine andere Goal gegeben? Zu gern hätte ich mehr von ihren Abenteuern erfahren. Aber außer mir und den Utopianern wusste niemand, dass sie überhaupt existiert hatten. Und dass es vor allem nicht umsonst gewesen war. Außer in meiner Erinnerung hatten sie keine Spuren hinterlassen. No. Naja. Was ist das hier noch? Achievement oder was? Brille. Ja, also das war schon sehr, sehr absurd und ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt insgesamt so wahnsinnig gut finde. Also dieses ganze Zeitreisegedöns zum Ende hin wurde zwar noch interessanter als am Anfang, da war es ja tatsächlich ziemlich dämlich, aber dafür war jetzt am Ende auch immer dieses Zeitdings da, auf Zeitdruck irgendwas machen, das war auch nicht besonders clever gelöst. Und dann dieses Rumgeklicke, diese noch vereinfachten Quick-Action-Sachen, auch ziemlich dämlich. Na gut. Insgesamt jetzt schon noch kein schlechtes Spiel, aber
Die anderen Deponias fand ich auf jeden Fall deutlich besser. Einfach auch von der Durchschaubarkeit der Story oder von dem Sinn, auf den man hinarbeitet. Aber gut, mehr dazu werde ich dann auch noch in meinem Review auf dem Review-Kanal sagen. Auch wenn das Review zu Adventures immer sehr kurz ausfallen wird. Ich sag jedenfalls, ciao, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Schrecken hausen unter Wellen schauen. Pimpi, oh Pimpi, oh Pimpi, der Clown.